Willkommen zu einer weiteren Folge von, ich wollte gerade Minecraft sagen, Super Mario Galaxy. Fast das gleiche Spiel. Eins auf eins. Eins in eins. Und ich mache jetzt weiter. Richard. Du Kopf. Ich bin ja kein... Testball! Oh Gott, nein. Ach du Scheiße. Warum gehe ich da hin? Warum tue ich mir das zu Beginn der Folge an? Ich tue mir zu Beginn der Folge Bobser an. Wundersame Reise des Sternenballs. Ja, wundersame Reise, halt die Fresse! Das klingt ja wie ein Titel von mir aus dem Jahre 2015, Alter. Was zur Hölle? Oder wie ein Marvin-Titel aus dem Jahr 2018. Shots fired! Der Marvin ist schon ein guter. Ja, Marvin ist ein ganz doofer Mensch. Nein, Marvin ist ganz doofer Mensch. Marvin ist toll. Wisst ihr noch, als wir rein zufällig übrigens, das hatte keine näheren Hintergründe oder so, am 1.4. Streit hatten? Einen sehr, sehr ernsten Streit. Komisch, am 1.4. Ja, was meinst du, warum wir Streit hatten? Das Datum hat uns beide einfach so getriggert, dass wir einfach nicht mehr konnten. Haben die Leute das dann halt wirklich geglaubt so, oder... Eine Person hat's geglaubt. Willst du mir nachher sagen, wer? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Also ich hätte einen Tipp, aber das sage ich jetzt nicht öffentlich im Video. Aber ich kann dich ja nachher mal fragen. Also ich hab so eine Vermutung, wer sowas glaubt, oder? Oder? Ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall ganz witzig, weil ich habe die Person so auch selbst nie, aufgeklärt. Oh. Das war zwar auf Twitter halt aufgelöst, normalerweise, aber ich meine, okay, es ist jetzt auch so lange her, dass ich denke, es hat einfach keine tiefere Bedeutung mehr, aber witzig ist es ja trotzdem. Ja. Mario, bitte tu Gesichter ficken. Ich hab's geschafft, first try. Leute, diese Stelle hier geht noch die Nerven. Profi. Jetzt muss ich noch auf diese scheiß Fahne klettern, was so mega unnötig einfach ist. Ja, hier hast du den Stern. Kletter doch mal nochmal eben die Golffahne hoch. Danke. Weißt du, manchmal denke ich mir, warum existiert eigentlich mein Gesicht? Das ist anatomisch relativ leicht erklärbar, glaube ich. So. By the way, die letzte Folge ging, glaube ich, 37 Minuten, deshalb kriegt die nur 23, ne, dass du Bescheid weißt. Ja, ich habe die sogenannte Uhr hoffentlich gut im Blick. Was ist das? Kann man das essen? Sieht das aus wie ein Fuß, oder? Man kommt da hoch! Nein. Kampffelsen. Man kann da nicht walljumpen! Ich würde ja ganz gerne... Ne, weißt du was? Ich mache jetzt hier alles, was geht. Ihr Schweine. Auf zur Kampfeisen-Galaxie! Kampfeisen! Ich bin in diesem Part schon viermal verreckt. Benni, wie viele Sterne hast du eigentlich so? Zeig's mir an. Hallo? Will mir das Spiel gerade nicht sagen. Okay, danke. Kein Problem. Au. Aber das auch gleich. Ich guck einfach im Pausenmenü. 23. Naja. Kannst du ein bisschen weniger sammeln, bitte? Nee. Verzeihung. Aber ich habe bitte gesagt. Juckt mich doch nicht. Wenn du bitte sagst, musst du das tun, was ich sage. Kannst du dich bitte umbringen? Also so ein. Okay. Relive. So, hallo! So, einfach mal so Gewehr nehmen und dann so boom in den Kopf rein. Ja, Gewehr. Du. Das ist das Erste, was ich machen würde mit so einer riesen Kalaschnikow oder so. Ja, in den Kopf rein. Oh, ja. So eine Selbstmorddrohung, die nehme ich da. Selbstmorddrohung vor allem. Ja! Sowas nehme ich ernst. Ich drohe dir jetzt an, dass du die selbst umbringen tust. Übelste Drohung. So. Jo. Was ist eigentlich das alte Beulicke? Warum macht er eigentlich noch Videos? Gute Frage. Und wenn ja, kann er mich abonnieren? Gute Frage. Könnt ihr mich abonnieren? So, wie ging dieser Boss eigentlich? Das sind Fragen, die es nur
In so. Einer anderen Welt. In einer anderen Dimension. Die sind jetzt noch da. Voller Gesichtskinder, die vergewaltigt wurden von ihren Großgesichtseltern. Nee, die Münze ist einfach weg. Okay. Weißt du, manchmal reiche ich einfach irgendwelche Worte aneinander, die absolut keinen Sinn ergeben. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen, Benis? Nein, gar nicht. Aber das macht, ich glaube, das macht aber Julienko in seinen Videos auch. Deshalb sind die auch so witzig teilweise. Willst du dich gerade mit Julienko vergleichen? Nein. Hast du aber. Ja, aber ich habe mich ja mit Absicht behindert verhalten. Julienko macht das ja immer und ist so. Alter, bin ich dumm. Ich auch, wobei ich hab's geschafft. Ich bin eins nicer Dude von Neisigkeit her. Wie findest du eigentlich, dass iBIMS das Jugendwort 2017 geworden ist? Da muss ich mich dazu äußern? Ja, bitte, ich hab dich gerade gefragt. Mal ganz im Ernst, finde, es ist sinnvoller als so einige Jugendwörter. So same, weil das war halt ein Wort, was die Jugend auch wirklich benutzt hat. Ja. Ne? Ich glaube, Smombie benutzen die Leute nur, Smombie, weil es mal Jugendwort war. Es wurde legit gesagt, dass Smombie ein Wort war, was Langenscheid selber erfunden hat. Das ist, ist so. Ja, aber das benutzen die Leute jetzt, weil es Jugendwort war, weil es erfunden wurde. Ja. Deswegen sagen Leute Smombie. Das ist so ein dummes Wort einfach. Mario, bitte tu etwas, fuck! Ich fand das Wort nie gut. Das wäre halt auch niemals ein Jugendwort geworden, weil das einfach ein dummes Wort ist. Das ist doch nicht cool oder lustig. Naja, immerhin hat es ein Meme-Potenzial jetzt. Ich habe noch kein einziges Smombie-Meme gesehen. Wie soll mit dem Smombie-Meme funktionieren? Das Wort ist ein Meme. Nein, Memes sind meistens gut, das Wort ist nicht gut. Es gibt auch schlechte Memes. Ja, zum Beispiel dich. Shooting Star. Was? Alter! Das Lied ist so. Die Musik geb ich mir, aber dieses Prinzip vom Meme ist so dumm. Irgendwas fliegt durchs Weltall. Ja, das ist doch lustig. Wir spielen gerade Galaxy, Mann. Ja, nein. Doch, tun wir. Ja, aber nein. Doch, tun wir. Wir spielen gerade Galaxy. Ich kann auch gerne die Verpackung herholen. Die habe ich hier. Wo habe ich die? Zeig sie mal in die Kamera. Lol. Ich weiß halt nicht, wo die ist. Benny. Tschüss. Er ist weg, Leute. Ach, da. Er ist in einer anderen Dimension voller Penisse. Wusstest du eigentlich, dass sowohl Penisse als auch Penen die Mehrzahl von Penis sein kann? Penen? Wer sagt denn Penen? Niemand. Aber das habe ich mal gegoogelt. Weil mich das halt. Daraufhin gehe ich jetzt erstmal Penen, Alter. Leute, das Niveau ist mal wieder auf einem Höchstpunkt. Ich gehe jetzt ins dritte Welt. Schleich dich in die Riesenfestung, also in mein Haus, okay. Aber ich muss. Eine Sache aus dem Boyfriend-Tag muss ich dir erzählen. Und zwar war die Frage, was damals unser erster Eindruck von anderem war. Und unser erster Eindruck war ja damals das, was wir auf Twitter hatten, ne? Und ich habe halt so gesagt, ja. Justin war halt zu dem Zeitpunkt schon auch mal auf Twitter. Und ich habe gesagt, also als ich dich da so gesehen habe mit deinem Profil und dass du wirklich so getan hast, als wärst du ein Digimon, ich fand das echt seltsam. Ich dachte so, ja, ich meine, ich finde Digimon auch ganz toll, aber ich würde nie so tun, als wäre ich eins. Das ist irgendwie voll komisch. Und jetzt. Guck dir mein Profil heute an und. Ach ja, es ist so lustig. Ich mache jetzt Testblase. Hat das getroffen? Hey! Voll gut. Ja, das fand ich irgendwie lustig. Und du hast es nicht gelacht, du hast nur komische Sachen gemimst. Was hab ich gemimst? Hilfe! Hilfe! Wenn man sich von ihm tragen lässt, ist es bestimmt ein tolles Gefühl. Wenn man sich von was tragen lässt. Ich weiß es nicht. Hä? Muss ich denn hin? Muss ich jetzt den scheiß Hund hinterherziehen? Fucking Wolke. Nicht Wolke, Blase. Ich weiß, wie man diese scheiß Blase steuert. Geh mir nicht auf den Sack. Danke. Ach, hier ist ein Bob-Bomb. Okay. Ich hasse, by the way, auch die Blase, aber... Kumpelblase! Alter, aus. Kumpelblase.
Ich weiß jetzt schon, dass mich diese Mission so triggern wird. Ich will dir noch keine Sternteile geben. Nachher. Weil ich diese Mission einfach nicht leiden kann. Hä, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich weiß, ich bin hier, ich bin einfach komplett orientierungslos hier. Wow, das war, das hat man gesehen, da hat ich gezittert. Ah, ist das bei dem Roten? Ich glaube, das muss bei dem Roten sein, oder? Ey, ich bin hier so orientierungslos, Benny, Hilfe. Weißt du, was richtig nice ist? Was denn? In einem Spiel wie Mario Galaxy auf einmal einen Zitteranfall zu haben. Ja, das klingt nach, das klingt nach Spaß. Hast du den gerade wirklich? Nee, das hat man. Gerade hatte ich kurz. Alles klar. Gerade hatte ich halt kurz an. Das sieht man halt, wenn ich mit dem Cursor auf dem Bildschirm bin oder sonst. Also, ich möchte mich ja nicht schweren. Aber ich habe gerade null Leben. A, B, C, X, Y, Z. Was? Du bist voll schlecht, Junge. Ich bin in Bowsers Festung irgendwie viermal gestorben. Ich weiß aus heutiger Sicht nicht mehr warum. Weil deine Gesichter einen Anus vergewaltigt haben. So! Geiler Grund. Weißt du was? Ich wundere mich manchmal, wie diese Videos nicht demonetarisiert werden können. Das Geile ist halt, die werden halt auch nicht mehr von... eigentlich oft, oder nicht? Die werden halt auch nicht mehr von Nintendo geclaimed. Ja, warum wohl? Wenn ich jetzt noch sterben sollte, dann bin ich für immer tot. Okay, hast du gerade gesagt, dass tote Leute gay werden? Ja, wenn man stirbt, wird man automatisch schwul. Das ergibt auch voll Sinn so. Alles klar. Leute, manchmal dürft ihr einfach das, was ich sage, gar nicht drüber nachdenken. Das mache ich nie. Das erleichtert einem das Leben. Ohne Mist. Ja, obwohl ich immer so sinnvolle Dinge sage. Immer. Nur. Ich bin ein sinnvoller Boy, yo. Easy. Ich bin da voll komm, gut. Komm, döner dich da mal ich durch. Ich hab die Festung zerstört oder so. Was, wie lange ist denn hier dieses Level noch so von Länge her? Kommt drauf an, wo du gerade bist. Ich bin bei Bund, Ding und bla. Bei den Kettenhunden? Nein, schon weiter. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr so lang gehen. Hey, da ist der Stern. Oh nein, doch nicht. Ich glaube, es geht auch nicht. Ich bin gerade von der... Ach nee, das ist das jetzt, wo ich hinschießen muss, wenn die Dinger... Ey. Ja, Stern! Was ist das denn hier für ein Prank? Oh Gott! Erstmal, da ist ein Leben, aber du ich kannst mich auch Pseudo nennen. Und immer mehr Sternteile und immer mehr Galaxien und immer mehr AIDS in meinem Gesicht. Toll. Toll. Also. Dein Arzt will ich nicht sein, wenn du das toll findest. Sie haben AIDS. Ja, was will der arme Junge denn auch tun? Also wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wir zahlen machen einfach 23 gesehen. Minuten. Die Bedrohung. In der Zeit spiele ich das Spiel kurz durch. Ja, gönn dir. Gönn dir einfach dein Gesicht. Ihr gönnt mir, ihr Bims, eins Gönnung vom Gönner her. Oh Gott, stop. Okay. Okay, thank you. It's time to stop. It's time to duel. Okay. It's time for a duel. Glasstrandgalaxie, da hat doch kein Mensch Lust drauf. Time to say goodbye. Ja, das war jetzt... Was genau? Erstens war das eh zu hoch. Zweitens ist meine Stimme ein zersägter Baumstamm. Zersägte Baumstämme sind aber toll. Weil aus. Baum. Da dreht sogar meine Moral sich im Grab um bei dem Flachwitzniveau.
Ja. Meine Moral. Hört sich unbekannt an, gibt's aber. Ich weiß, dass ich keinen Batteriestand habe. Verwandlung! Boah, macht denn das mit der Zeit aggressiv? Weißt du, ich hatte das 40 Parts lang bei Galaxy 2. Und dann waren sie wirklich leer. Nach ungelogen 40 Parts. So. Wo ist die ganze Karosserie hier? In meinem Gesicht. Ich rede von Sternteilen. Dein Gesicht ist von Sternen und Sternteilen ungefähr so weit entfernt wie Frau Kopetri von guter Politik. Warum? Die hat doch jetzt eine neue Partei. Hast du eigentlich die Crazy Koalition gesehen? Ja. Mit Frau Kopetri hätten sie knapp die Mehrheit. Ist das denn wirklich so oder ist das nur Satiremeldung? Also, dass das ginge, rein rechnerisch. Ich denke mal, rechnerisch ist das... Ich könnte schon sein, dass das wirklich so ist. Why not? Ey, ich rall das von Frau Kopetri auch einfach nicht, ne? Sie hatte ihre 15 Minuten mediale Aufmerksamkeit und das war's. Wen raffst du mich? Frau Kopetri. Wer ist das? Ja, eben. Die glitzernden Sternteile sind so hübsch. Nein. Das ist genauso wie Mert Matan. Wer? Oder Mert, wer? Wer sind diese ganzen Menschen? Oder Superman Dennis? Wer ist das? Glaubst du, der ist wirklich blind? Ja, Miguel Pablo ist ja auch in der... Ich hab das Video nicht gesehen. Ich kann mir bei ihm aber alles vorstellen. Und das ist kein Zeichen, das für ihn spricht. Nee, ich meine, klar, es kann auch gut sein, dass es ein Prank ist. Aber jetzt, wenn er wirklich blind wäre... Ich weiß nicht, aber... Wäre es auch ziemlich dumm von ihm, das so noch darzustellen. Ich sag mal aber wirklich so, das wäre dann schon auch irgendwie so ein bisschen Karma, ne? Also ich muss sagen, ich hätte irgendwie nicht ganz so viel Mitleid, also... Bin ich ganz ehrlich. Bei seiner Videoverkaufe, wie er damit umgeht, habe ich bei ihm kein Mitleid. Also erscheint das ja irgendwie auf, so wie Miguel Pablo, auf nochmal Klicks damit abholen, auszulegen. Ja gut, aber ich glaube, also ich habe das Video von Miguel Pablo, habe ich gesehen. Er hat da ja auch so ein bisschen die Leute gewarnt, dass wenn sie irgendwie mal Fame sind und so nicht so ausrasten sollen wie er. Also ich denke, da ging es Miguel Pablo vielleicht nicht nur um Klicks. Ich weiß es nicht. Und das bei Miguel... Ja, aber... Also es ist halt immer so, die Videoverkaufe, wie die Leute sich selber darstellen, das muss ich halt mitbedenken. Bei Dennis habe ich es nicht gesehen, aber bei Miguel Pablo, ja, er hat im Kern recht, aber seine Darstellung ist halt ein bisschen fremd, sag ich mal. Also ich kenne Videos, wo Leute über Probleme reden und sowas Belehrendes sagen und die sind nicht im Stil, wie Miguel Pablo sie macht. Ja gut, die sind, denke ich, auch professioneller, oder? Ja, einerseits das, aber das ist ja, es geht ja auch um den Authentifizitätswert, falls das so heißt. Authentifizität, ja, müsste das Wort sein. Klingt komplett bescheuert. Aber es ist halt die deutsche Sprache. Aber... Ja, ich habe das Video nicht mehr ganz im Kopf. Er hat ja am Anfang seine ganzen... Sachen davor geschnitten und dann halt geredet. Mit irgendeiner Musik im Hintergrund, Stimmung vermitteln soll. Ja, der Anfang war komisch. Ich hab halt... Inhalt und Darstellung versuche ich da gerne ein bisschen zu trennen. Oder ich suche die Verbindung. Und die Verbindung macht für mich keinen Sinn. Das ist so mein Problem mit dem Video gewesen. Dennis kann ich nichts sagen, habe ich nicht geguckt, aber... Wie kriege ich denn diesen Gegner tot? Der Endboss, der Drehtyp da. Den gegen die Elektrowände wirbeln. Gegen die Elektrowände. Okay. Weil ich hab den schon einmal getroffen, aber ich habe nicht genau gewusst, wie. Ja. Ja, schau mal. Nennt man, weil die mit Strom generiert ist, nennt man das dann eigentlich auch Energiewende? Schauen wir mal, ob... Schauen wir mal, ob Superman Dennis wirklich blind ist. Oder er schaut dann lieber nicht. Okay, sorry. Das musste jetzt einfach einmal sein. Das war aber auch lustig. Nein, eigentlich nicht. Wie will ich ihn denn dagegen kriegen? Oder ich tue einfach auf ihn draufspringen.
Manchmal habe ich einen sehr bösen Humor. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich mag bösen Humor. Da, 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 da. Ach Mann, ich kann das gar nicht. Gib mir mal eben mehr Leben, bitte. Nein, ich habe selber nicht genug. Kannst du mal bitte in die Richtung laufen, in die ich steuere? Wäre unglaublich nett. Bam. Blablabla. Gibt's jetzt noch irgendeine 2 Minuten lange Mission? Ja, dein Pen. Ich glaube nicht, dass es den als Mission in einem Nintendo-Spiel gibt. Wer weiß. Das ist eher so Kategorie South Park. Oh, South Park ist toll. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Genau nach dem wollte ich gerade fragen. Aber warte mal, habe ich den Stern? Ach so, Gourmet-Luma jetzt, jetzt habe ich den komplett richtig gemacht. Ich habe auch einen Eisenstern, den ich einsam bin. Vielen Dank! So, wie viele willst du haben? 600, ich habe 500. Du kriegst einfach schon mal. Danke. Gib mir einfach einen Anus. So. Ah! Viel Spaß damit. Nicht sterben. Ich bin Tanzverbots-Opa. War denn da hinten überhaupt ein Gourmet-Luma? Ja. Den hätte ich wahrscheinlich voll bekommen. Och Mann. Warum bin ich so doof? Egal. Ich weiß nicht, weil du eins nice Explosion bist. Aber wenigstens guck bist mir du einfach und lieb. Für nächstes Mal die Karte an. Ich kann jetzt eh nichts mehr tun. Friss die Sternteile! Ich hol mir jetzt einfach. Das war's, mein Bauch ist voll Federdehnung! So, ich hab jetzt wieder 5 Leben. Ich hab mehr. Lol. Ah, da ist gerade der Dingsbums, der Komet ist in der Honighüpfer-Galaxie. Aber das ist wieder nächste Folge. Ich bin schon bereit, ich bin schon beim Level-Auswahl-Startbildschirm. Hä? Okay. Aber warum kommt jetzt nicht das Zeug vom Komet, hä? Ich bin so ein Skiller. Darf ich das nachher kurz nachgucken, warum hier kein Komet kam, obwohl der eigentlich kommen müsste? Kannst du tun. Okay. Dann, möchtest du vielleicht doch eine Absage machen? Ja, jetzt kann ich meine machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich weiter gewinne. Und lass nichts anbrennen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Silly. Tschüss.